Herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Neuschäfer. Ich bin Geschäftsführer der REA Elektronik GmbH. In diesem Jahr sind quasi alle internationalen Messen ausgefallen. Und dennoch haben wir jede Menge Neuigkeiten über unsere industriellen Kennzeichnungssysteme und Code Verifier zu berichten. Bleiben Sie dran, es wird mit Sicherheit spannend. Beginnen möchte ich damit, Ihnen zunächst die Titan-Plattform vorzustellen. Was ist das? Es fällt mir nicht leicht, die Vielfältigkeit dieser Plattform in einem Satz zusammenzufassen. Ich versuch's dennoch. Bei der Titan-Plattform handelt es sich um ein geräte- und technologieübergreifendes Bedienkonzept für alle REA-Geräte. Das ist fast schon ein Alleinstellungsmerkmal in unserer Branche und es hat nicht zu unterschätzende Vorteile für Ihre Mitarbeiter. Ein Mitarbeiter, der dieses System ein einziges Mal erlernt hat, ist in der Lage, das übergreifend über alle REA-Produkte anzuwenden. Für Sie als Unternehmer spart das jede Menge Schulung, Qualifizierung und Trainingsaufwand. Und es wird vor allen Dingen die Komplexität in der Fertigung reduziert, denn sehr viele Ihrer Mitarbeiter müssen unterschiedliche Peripheriegeräte bedienen. Ganz besonders hervorzuheben, gerade in Zeiten der Pandemie, ist die Fähigkeit, all unsere Systeme aus der Entfernung bedienen, steuern und warten zu können. Das hat nicht nur ganz entscheidende Vorteile, um das von der Leitzentrale innerhalb Ihrer Firma zu machen, sondern unsere Techniker sind auch in der Lage, sich über das Internet aufzuschalten und Sie dabei zu unterstützen, Fragen zu beantworten, die Geräte in Betrieb zu nehmen oder halt schlicht und ergreifend einfach mal im Tagesgeschäft zu helfen, ohne dass gleich ein kostenpflichtiger Einsatz unserer Techniker erforderlich wird. Hier rechts sehen Sie den typischen REA Titan Controller, quasi das Gesicht aller REA Systeme. Auf der linken Seite sehen Sie die browserbasierte Web-GUI, mit der sich alle unsere Systeme von einem Leitstand aus browserbasiert kontrollieren, steuern und bedienen lassen. Ein richtiger REA-Klassiker ist das DoD-System. Das wurde komplett rund erneuert. Zum einen haben wir die Schreibköpfe intensiv überarbeitet und dank neuester Materialien ist es uns hier gelungen, die Schreibgeschwindigkeit zu verdoppeln. Durch die Auswahl hochmoderner, verschleißfester Materialien ist die Standzeit dieser Schreibköpfe erheblich erweitert worden. Das bedeutet für Sie als Kunden geringere Wartungskosten und eine höhere Zuverlässigkeit in der Fertigung. Der DoD-Controller unter der Titan-Plattform arbeitet jetzt nicht mehr schreibkopfbasiert, sondern düsenbasiert. Bis zu 512 Düsen der DoD-Generation können frei angesteuert werden. Damit haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl der Schreibköpfe und Art der Schreibköpfe frei zu konfigurieren. Insbesondere für den Großlogodruck ist das wichtig. Diese Produktlinie wird überall da eingesetzt, wo raue Umgebungsbedingungen, Schmutz, Dreck und so weiter andere Kennzeichnungstechnologien quasi nicht mehr zulassen. Eine ganz besondere Stärke besteht darin, dass diese Systeme wohl die weltbesten sind, die pigmentierte Tinten verarbeiten können. Hier sehen Sie das typische Schriftbild eines dieser Köpfe. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, schwarz durchgefärbte Tinten auf saugender Oberfläche zu verwenden. Sehr, sehr häufig angewendet in der Holzindustrie. Die Systeme finden Anwendung in der Automobilindustrie, in der stahlverarbeitenden Industrie, in der Absackindustrie und für viele weitere Anwendungen gibt es eigentlich kein besseres System als das DoD 2.0 aufgrund der großen Flexibilität. Nahezu alle Tinten, die REA entwickelt hat, deren sind es über 400, verarbeiten zu können. Unsere langjährigen Bestandskunden von DoD-Anlagen müssen sich im Übrigen keinerlei Gedanken über die Ersatzteilversorgung machen, die ist gesichert. Wenn die Schriften noch größer sein sollen, aus noch größerer Entfernung lesbar, beispielsweise in der metallverarbeitenden Industrie, kommt die Signiertechnologie zum Einsatz. Dieses Beispiel zeigt, wozu diese Technologie nun in der Lage ist. Wir kombinieren Signiertechnikpistolen in einem Block mit dem aus dem DoD-Bereich bekannten Titan-Controller
und sind damit in der Lage, alphanumerisch sehr groß zu beschriften. Insbesondere jene, die Schablonen einsetzen oder das digitale Zeitalter einläuten wollen, für die ist das die prädestinierte Lösung. Diese Technologie kommt ursprünglich aus der Gut-Schlecht-Markierung und Farbmarkierung im Stahlbereich. Das heißt, mit einzelnen Signiertechnikpistolen und entsprechenden Farbversorgungssystemen ist die Gut-Schlecht-Markierung, die Ringmarkierung von runden Profilen das Hauptarbeitsfeld für diese Produktlinie. Die große Tintemenge prädestiniert dieses Produkt für Heißanwendungen in der Stahlindustrie. Vom System mit den größten Schriften kommen wir nun zu einer Technologie, die Kleinstschriften erlaubt, der sogenannten Continuous Inkjet-Technologie. Diese Technologie ist weltweit sehr, sehr verbreitet und wird dazu genutzt, insbesondere im Lebensmittelbereich, um Best-Before-Dates, also Haltbarkeitsdaten, auf das Produkt zu drucken. Die hohe Wurfweite der Tinte prädestiniert dieses Produkt, in Vertiefungen und Rillen direkt zu drucken. Das System, das Rea entwickelt hat, ist in der Lage, mit 48 Pixel in der Vertikalen bis zu 8-zeilige Texte zu drucken. Ich möchte Ihnen hier gerne mal zeigen, wie so etwas aussieht. Hier sehen wir typischerweise eine Continuous Inkjet-Schrift, Logos, Daten etc. Von 1 bis 8 Zeilen haben Sie die Möglichkeit, die benötigten Produktinformationen direkt auf das Produkt zu drucken. Wir haben des Weiteren die Möglichkeit, mit pigmentierten Tinten auf dunkle Untergründe zu drucken. Wir möchten Ihnen aber auch nicht verschweigen, dass diese Technologie wegen der geforderten schnellen Trocknungsgeschwindigkeit Lösemittel verbraucht und service- und wartungsintensiv ist. Für alle Anwendungen, die keine hohe Wurfweite der Tinte erfordern, bieten wir unseren Kunden ein System an, das einen Siegeszug insbesondere in der Pharmaindustrie angetreten hat, das sogenannte Reajet HR. HR steht hierbei für hochauflösend und nutzt die bewährte HP-Technologie. Für unsere Kundschaft bieten wir hier sowohl Controller direkt für die Fertigung als auch OEM-Boards an, die Maschinenbauer in ihre Anlagen komplett integrieren und mit ihrer eigenen Steuerung verheiraten. Kunden schätzen diese Technologie auch zum Druck großer Logos und haben einen entsprechend hohen Tintenverbrauch. Für diese Kunden haben wir ein neues Produkt entwickelt, das sogenannte Bulk-System. 400 Milliliter Tinte können hier über eine Motorik in die Kartusche gedrückt werden, sodass hier der geringstmögliche Maschinen- und Anlagenstillstand erwartet wird. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Schreibköpfe zu kaskadieren. Ein typisches Beispiel: Es wird sehr, sehr häufig von Verpackern genutzt, die ihre Labels durch den Direktdruck damit ersetzen. Sowohl für weiße Kartonagen als auch für braune Kartonagen möglich. Für höhere Schriftformate haben wir seit diesem Jahr ein komplett neues System an Bord. Das sogenannte Reajet GK 2.0 System. Piezo-basierte Schreibköpfe in 50 mm und 100 mm Schreibhöhe ermöglichen hier den Druck auf saugende Untergründe wie Papier und Kartonagen. Die Holzindustrie ist eine andere Zielgruppe für dieses System. Der Reajet GK 2.0 ist also eine Profilösung für die Kennzeichnung auf Kartonagen und Holz. Wer dagegen auf glatte, nicht saugende Oberflächen beschriften muss, für den haben wir ab 2021 ein neues Produkt im Programm. Unsere Entwickler haben einen komplett neuen Schreibkopf entwickelt, der in der Lage ist, UV-Tinten und lösemittelhaltige Tinten und weitere Tintentypen zu verarbeiten. Hier sehen Sie den ersten Prototyp. Wir werden in 2021 aber weitere Neuigkeiten vorstellen. Einige von Ihnen vermissen einen Controller mit einer ausschließlichen Touch-Oberfläche. Auch hier haben wir ein neues Gerät entwickelt, das wir mit einer neuen Bedienoberfläche zur Verfügung stellen. Es wird damit die ideale Ergänzung unseres bestehenden Controller-Portfolios. Viele von Ihnen
sind sehr, sehr häufig auch mit dem Problem konfrontiert, dass tintenbasierte Systeme in der Fertigung Verschmutzung verursachen. Auf dem Gebiet der Verbrauchsmittel haben wir gleichfalls ein paar interessante Neuigkeiten für Sie. Die meisten von Ihnen verwenden immer noch lösemittelhaltige, meist sogar auf MEK-basierte Reiniger zum Beseitigen von Verschmutzung. Das muss nicht länger sein. REA hat auf Basis biologischer Rohstoffe einen Reiniger entwickelt, der genau das in sensationeller Weise selbst zu leisten vermag. Dieser Reiniger reduziert nicht nur die Brandgefahr in Ihrem Unternehmen, sondern auch das Gesundheitsrisiko. Gesundheitsrisiko ist das Stichwort. Gerade in Zeiten der Pandemie ist es sehr, sehr wichtig, dass Mitarbeiter alle Oberflächen, die sie tagtäglich berühren, in regelmäßigen Abständen reinigen. Natürlich auch unsere Controllersysteme. REA hat einen Viralreiniger entwickelt, der genau dies zu leisten imstande ist. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich hierüber bei uns informieren. Ich habe Ihnen nun alle Technologien vorgestellt, die mit Tinte oder Farbe Kennzeichnungsaufgaben übernehmen können. Nun stelle ich Ihnen ganz kurz unsere Lasertechnologie vor, das Markieren mit Licht. Wir bieten Ihnen hier zwei unterschiedliche Systeme an, Faser- und CO2-Laser. Gemein ist beiden Systemen, dass sie mit Licht unverlierbare Kennzeichnungsaufgaben übernehmen und keinerlei Verbrauchsmittel nötig haben. Ein ganz typisches Beispiel sehen Sie hier. Das ist das Abtragen einer farbigen Oberschicht, sodass die darunterliegende als Kontrast sichtbar wird. Insbesondere in der kunststoffverarbeitenden Industrie werden heute Stempel und Schablonen für die Teilemarkierung verwendet. Mit der Adaption eines Lasers gelingt hier die Serialisierung, jedes Teil individuell für sich. Besonders schwierig zu beschriftende Materialien, beispielsweise aus Silikon, können durch ein speziell eingearbeitetes Additiv in der Mischung farbumgeschlagen werden unter Verwendung unserer Lasersysteme. Es ist immer erforderlich, dass wir die Eignung Ihrer Materialien auf Laserfähigkeit testen. Aus dem Grunde haben wir ein Labor eingerichtet und unsere Spezialisten sind sehr gerne behilflich bei der Wahl der richtigen Lasertechnologie. Wir verlassen nun den Bereich der industriellen Kennzeichnungssysteme, die berührungslos kennzeichnen und die wir unter REA Jet zusammengefasst haben. Ich stelle Ihnen nun die Produktlinie REA Label vor. Die Produkte von REA Label bieten wir Ihnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Der Etikettenspender appliziert Label direkt auf das Produkt und kann ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden, was beispielsweise die Rollenbreite, Durchmesser, Kerndurchmesser und so weiter angeht. Interessant hierbei ist es, dass Freiflächen durch unsere Beschriftungssysteme ergänzt werden können. Das DES-Druckspendesystem appliziert zunächst mal nackte Etiketten, die im System von einem integrierten Druckmodul bedruckt werden. Hier bieten wir die Möglichkeit, nahezu alle Druckmodule, die es am Markt gibt, auf Kundenanforderungen in unser System zu integrieren. Des Weiteren kann das System völlig variabel nach Kundenwunsch durch unser Team angepasst werden. Der dritte große Bereich bei REA Label ist der Bau von Palettenetikettierlösungen. Egal ob Robotik oder Linearachsen zu integrieren sind, ein komplettes Team steht Ihnen bereit, um kundenspezifisch Lösungen in eine erfolgreiche Praxis umzusetzen. Die Produktlinie Verifier beschäftigt sich mit einem ganz anderen Thema, nämlich dem der maschinenlesbaren Codes. Alle Unternehmen, die maschinenlesbare Codes erzeugen und in Verkehr bringen, sind bestens beraten, die Qualität der maschinenlesbaren Codes zu überwachen. Und hierfür bietet REA gleich eine komplette Produktlinie und auch diverse Neuigkeiten an. Wir starten mit dem VeriCube. Der VeriCube darf in keiner Qualitätssicherung fehlen. Der VeriCube ist darauf spezialisiert, Codes nach Normvorgaben
exakt zu vermessen und ihnen ein Prüfprotokoll auszugeben, das die Qualitätskriterien exakt beschreibt. Wir sehen das hier mal auf dem Bildschirm, wie so eine oberflächliche Auswertung aussieht. Das Gerät ist geeignet, 1D- und 2D-Codes systematisch zu vermessen. Für besonders lange Strichcodes verwendet man den LD4. Sehr häufig werden sehr lange Strichcodes noch in der Logistik verwendet. Die Codelänge bis 22 cm sind das Metier dieses Geräts. Ein ganz neues Produkt stellen wir Ihnen hier mit dem Verimax vor. Der Verimax ist das Arbeitstier der Fertigung. Aufgrund der großen Anzahl von Messungen pro Zeiteinheit ist der Verimax natürlich auch prädestiniert, in Maschinen und Anlagen direkt integriert werden zu können, um Inline-Codes zu prüfen. Diejenigen unter Ihnen, die medizinische Geräte herstellen, haben die sogenannte MDR, die Medical Device Regulation, zu beachten. Jedes Produkt, das Sie erzeugen, muss eine sogenannte UDI, Unique Device Identification, erhalten. Wir kennen das aus der Pharmaindustrie, den Pharmaverpackungen bereits dergestalt gekennzeichnet werden. Diejenigen, die auf glänzende Materialien Codes erzeugen, beispielsweise für Operationsbesteck, haben wir eine neue Vericube-Variante entwickelt, die mit besonderem Streulicht, mit der Herausforderung glänzender Oberflächen professionell umgeht. Ein Spezialistenteam rund um Rea berät Sie sehr, sehr gerne bei allen Aufgaben rund um das Thema maschinenlesbare Codes und Codequalität. Und wie gesagt, die Kombination aus Code erzeugen, Code drucken und Code prüfen, das ist die Stärke von Rea. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind jetzt am Ende angelangt. Wir hoffen wirklich sehr, dass wir Ihnen aus der Welt der industriellen Kennzeichnungs- und Code-Prüfsysteme ein paar Neuigkeiten und interessante Informationen haben vermitteln können. Unser komplettes Team steht zur Verfügung und freut sich, Ihnen bei den Herausforderungen Ihres Alltags helfen zu können. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Neuschäfer.